Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier auf meinem Kanal. Ich bin Imela und ich zeige euch alles, was meine Hobbys betrifft. Unter anderem auch ganz viele Unboxings, die Diamond Painting, Kreuzstich und so Sachen betreffen. Ansonsten seht ihr auch Sachen über mich, meinen Shop und alles, was dazugehört. Deswegen folgt dem Kanal, abonniert ihn und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir machen heute Teil 2 des Unboxings von One Day Saving. Ihr bekommt ein Diamond Painting zu sehen, das schauen wir uns gleich an. Und eine ganz besondere Sache. Das ist nämlich eine Kiste. Eine Lagerbox, die man bepainten kann. Ich dachte ja, die wäre schon zusammengebaut, aber so sieht es gerade nicht aus. Deswegen, achso, wir gucken uns erstmal hier die Seite an, den Karton an. Auf dem Karton, hol euch mal ein Stückchen näher, auf dem Karton haben wir ein Klebepupsel. Dann natürlich das Bild, um was es geht. Das ist es soll eine Holzbox sein, die man bepainten kann. Und das ist der Name der Box. Dann haben wir hier unten Beschreibungen, dass man kein, könnt ihr das sehen? Ich finde, dass man kein Leim benötigt. Muss mal, glaube ich, den Fokus anpassen. So, genau, dass man kein Leim benötigt, dass es umweltfreundliche Materialien sind. Das ist für Eltern-Kind-Interaktion gut ist, dass es handgemacht ist, dass es ab 3 Jahren empfohlen wird und dass es das Ideenreichtum fördert. Genau, hier sind dann nochmal Caution, contains small parts, also es beinhaltet kleine Teile und ist daher nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Eltern sollten dabei achten auf ihre Kinder, während sie daran arbeiten. Dann sind hier nochmal die Symbole, dass es in den Müll geworfen werden kann. Umweltfreundlich und eben nicht für Kinder unter 3 Jahren. So, die gleichen Symbole haben wir hier und empfohlen ist es ab 6 Jahren. Auf der Rückseite selbst haben wir eine Anleitung, wie Diamond Painting funktioniert, also dass man die Folie abnehmen muss, dass man sich die passende Farbe zur Nummer aussucht und dann den Stift ins Wachsplättchen steckt, so wie dann die Steinchen auf die Klebefläche zu legen. Und dann ist man irgendwann fertig. Genau, hier ist nochmal eine Warnung, bitte behalten Sie das Paket und achten Sie darauf, dass Ihr Kind diese kleinen Teile nicht isst. Be sure to play with the attendant. Bla bla bla. Genau. So, wir gucken jetzt mal, was hier drin ist. Das ist der Karton gewesen. Jetzt gucken wir mal, wie es hier drin aussieht. Das ist noch ein Teil. So. Also, ich versuche mal nochmal den Fokus auf automatisch zu setzen. Ich hoffe, dass er mitspielt. Wir haben hier ein ganz paar Holzstückchen, ein Toolkit und die Steinchen. So, gucken wir erstmal nach dem Holz. Das ist zum Zusammenstecken ganz offenbar. Und auch hier ist es so, dass die Klebefläche ein klitzekleines Stückchen also um die Zahlen drumherum ist. Das sieht schon niedlich aus, ne? Ja, nur ein Stückchen. Bin ich ja gespannt. Dann haben wir hier, das dürfte, das ist der Deckel. Schön. Klebt auch sehr gut. Schön. Weiß ich nicht, ob ich das dann irgendwie lackieren kann. Wobei hier auf dem Deckel ist es viel genauer gearbeitet mit der Klebefläche. Es geht da nicht so drüber.
Und hier ist der Boden. Und auf dem Boden ist nichts zu painten. Und dann wird das Zeug da einfach so reingesteckt, oder was? Vermutlich jetzt erst das so zusammenstecken. Wir probieren das jetzt aus. Kannst ja dann wieder auseinandernehmen, wenn ich es brauche. So, schon ein bisschen mit Kraft verbunden. Ja? Also die passen schon gut da rein. Aber da ist drin. Hier noch nicht so ganz. Jetzt einfach hier so draufstecken. Wenn man das nicht leint, kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut hebt. Aber gut. Wir probieren es. Also ich würde es vermutlich trotzdem leimen. Wenn man sich vor, man legt da Steine rein oder so und die fallen einem dann auf die Füße, wäre, glaube ich, nicht so cool. Die Ecke hier kriege ich gerade nicht. Jetzt. So, hat man eine Box. Hier ist der Deckel. Der Deckel liegt halt nur drauf, ne? Das ist. Ich wundere mich gerade, weil es hier nicht abgeschlossen hat. Okay. Ja. Ja, schon eine schöne Box. Box. Und dann kann man da seine kleinen Schätze aufbewahren. Finde ich sehr schön. Also noch schöner wäre es, wenn es halt so zum Aufklappen wäre. Einfach. Aber vielleicht bastel ich mir das ja noch. Ein kleines Schwäppchen da rein und einen Schwenkarm. Ja, ist schon schön. Schöne Sache. Und ist auch stabil, ne? Also das Holz hier kann ich jetzt nicht einfach so brechen. Ich gebe gerade schon Kraft drauf. Also ist schon stabil. Schon ein stabiles Holz. Bei denen würde ich mir jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber ist stabil genug. Wenn ich jetzt hier so drauf drücke, das bricht nicht gleich zusammen. Das ist super. Also, ja, das lohnt sich für den Preis, den zwar. Wir haben hier auch wieder ein Toolkit dabei. Diesmal haben wir einen Stift, ein Schiffchen, das Wachsblättchen und Zipptütchen. Ich weiß nicht, woran die das ausmachen, dass sie manchmal Zipptütchen reinmachen und manchmal nicht. Und wir haben Strasssteinchen. Ganz viele Strasssteinchen. Oh, und Sonnensteinchen. Okay. Also insgesamt sind 7, 8, 9, 9 Strasssteinchen und 1, 2, 3, 4, 5 Sondersteinchen. Na dann, gucken wir uns das mal an. Ich hole euch wieder ein Stückchen näher. Wir passen den Fokus an. Das sollte passen, ne? So. Genau, wir haben hier einen Gelbton, einen Orangeton im Stress. Wir haben jetzt ein ganz kleines bisschen Blau dabei. Und noch ein bisschen mehr Blau, das ist so ein helleres Blau. Dann so ein Türkiston. Ein bisschen helleres Türkis. Dann haben wir hier ein helles Blau. Dann ist das Silber.
Oder weiß? Ich glaube, das ist weiß. Das sieht sehr nach Silber aus diesmal, aber es ist, glaube ich, weiß. Und dann haben wir, oh, süße kleine, mini kleine Tropfen. So kleine Tropfen habe ich noch nicht gesehen. Sehr schön. Ganz, ganz viele davon. Nummer 9. Sehe ich jetzt gar nicht auf Anhieb. Ah ja, ich bin hier am Rand entlang. Okay. Und dann gucken wir uns die Sondersteine noch an. Wir haben hier wunderschöne große blaue Steine. Also, die sehen bombastisch schön aus. Dann haben wir hier einen sehr großen orangenen Stein. Der ist für hier oben, für die Mitte. Wir haben die größeren Tropfen. Dann gibt es hier silberne Mandeln. Die sehen wunderschön aus, ne? Und es gibt kleine weiße Bälle. Halbrunde Bälle. Sehr, sehr schön. Also richtig schöne Steine dabei. Und ich bin echt gespannt, wie es ist, wenn es fertig ist. Und ich alles zusammengesteckt habe und ob das dann auch hält oder ob ich es vielleicht doch noch mit ein bisschen Leim fixiere. So. Ja, kann das halt ganz easy abziehen, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Ich würde es, glaube ich, mit Leim fixieren. Weiß nicht, wie steht ihr dazu? Würdet ihr solche Sachen mit Leim fixieren oder sagt ihr, nö, das muss nicht sein? Hauptsache es hebt halt irgendwie. Normalerweise tut man ja solche Dekokisten dann auch nicht irgendwie rumbewegen oder so. Die stehen dann da und dann ist gut. Will es jetzt wieder da reinnehmen. Ich habe eigentlich gar keinen Platz für sowas, ne, wo ich das hinstellen könnte. Aber ich bin ja immer noch der Hoffnung, dass wir irgendwann in eine größere Wohnung ziehen und ich dann ein Sideboard hinstellen kann und dann eben so eine schöne Kiste da draufstellen kann, wo man eben Schätze fein machen können. So. Genau. Habe ich euch die ganze Zeit hier ohne Fokus das gucken lassen. Es tut mir leid. So. Also auf jeden Fall sehr, sehr viele schöne kleine Steinchen. Die Farben sind schön. Ja, mal gucken, was man daraus zaubern kann. So, die Steinchen sollte ich das vielleicht auch noch reinnehmen. Die gehören hier dazu. Sonst mache ich das nicht kaputt. So. Packen wir hier rein. Und dann zeige ich euch jetzt noch das Diamond Painting, das bei dieser Bestellung auch dabei war. Und zwar ist es, ich habe euch ja letzte Woche schon die kleine Fledermaus gezeigt und das ist quasi im gleichen Stil wie die Fledermaus. Wir haben hier eine wundersüße kleine Weihnachtskatze, die mir jetzt auf Anhieb ziemlich dunkel erscheint. Aber kommt drauf an, wie das am Ende aussieht, wenn es fertig ist. Ich zeige euch mal das Mini-Bildchen. Hoffe,
dass der Fokus das jetzt so halbwegs hinbekommt, dass ihr das Mini-Bildchen seht. Also hier sieht man ein paar mehr Details, als mir auf Anhieb, als ich auf Anhieb jetzt hier sehen konnte. Wisst ihr, was ich meine? Das, was bei euch so schwarz schimmert, ist tatsächlich auch eine Farbe. Ja. Also hier sind ein paar mehr, aber es sind auch eher dunkle Farben. Hier ist eine Farbe. Ja, ich bin gespannt. Das wird aber auch eins sein, was in der Verlosung landen wird. Wie gesagt, ich habe die Bilder, die ich für mich ausgesucht hatte, leider nicht bekommen. Und deswegen sind das alternative Bilder, die ich auch sehr hübsch finde. Und alternative Bilder, die ich sehr hübsch finde, aber selbst nicht painten würde oder wollen würde, weil ich damit nichts verbinde, landen dann in der Verlosung. Ja, wir haben hier auch wieder die Information, dass es ein Diamond Painting ist, die Nummer, die Bildnummer. Wenn euch also Steinchen fehlen oder irgendwelche Probleme mit dem Bild sind und ihr gebt Feedback an die Firma, dann gebt immer diese Nummer mit an, damit die das Bild auch direkt zuordnen können. Dann die Größe 40 x 40 cm. Wir hatten es letztens schon. Die Größe wird immer die Leinwandgröße sein, die diese chinesischen Firmen bzw. One Day Saving angibt. Also 40 cm sind es von rechts nach links. Und das Motiv, das eigentliche Motiv ist nur 35 x 35 cm. Dann haben wir eine Legende links auf der Seite mit einem kleinen Bildchen. 25 Farben. Eine Legende rechts auf der Seite und unten nochmal die Erklärung, wie Diamond Painting funktioniert. Genau, jetzt gucken wir uns die Legende nochmal an. Hole ich dafür ein Stückchen näher. Auf der Legende sieht man die laufende Nummer, die sehr wahrscheinlich auch auf den Steinchen am Ende zu finden ist. Dann das Symbol auf der Leinwand. Und die DMC-Nummer. Die DMC-Nummer, also der Color Code, ist quasi eine Kennung der Farbe, die immer möglichst gleich ist. Also ganz häufig haben wir schon Abstufungen, weil das Mischverhältnis einfach nicht korrekt war. Aber generell sollten die Farben relativ identisch aussehen. Ja, also an der Nummer. Unter der Nummer könnt ihr quasi eure Reststeinchen dann lagern, weil alle, die diese Nummern angeben, auch den gleichen Color Code verwenden. Genau. Achso, ich wollte euch noch den Druck zeigen. Für den Druck gehe ich mal ein bisschen näher ran noch. Wir haben hier auch wieder dunkle Buchstaben auf dunklem Grund, wie das W zum Beispiel oder die 5 oder die 6. Man kann sie noch gut erkennen, aber ja, ist schon ein bisschen schwierig. Halt so ein bisschen eine fragwürdige Sache hier auch, ne? Mit dem G und dem C. Aber die Buchstaben sind alle, Buchstaben und Zahlen sind alle sehr scharf. Das heißt, Verwechslung ist eher schwierig, wenn man jetzt kein Handicap hat. Jeden Fall sehr, sehr schön. Sehen alle so schön aus wie hier. Kann man also sehr, sehr gut lesen. Die Leinwand selbst ist die starre Leinwand, die man von jedem Diamond Painting aus kennt. Und gucken wir auch mal weiter. Wartet. Versuche jetzt mal wieder hier Autofokus zu machen. Wir haben hier auch wieder ein Toolkit dabei, ein Stift, ein grünes Schiffchen und ein Wachsblättchen. Und wir haben auch wie hier natürlich die Steinchen dabei. Es waren 25 Farben hier. 25 Farben.
gibt es. Und die sind in Sipptütchen. Also sehr, sehr gut, weil Sipptütchen kann man wiederverwenden und wenn man die Steinchen lagert, dann kann man die in den Sipptütchen lassen, muss dann hier halt sich nur die DMC-Nummer noch draufschreiben. Und dann hat man das, kann man die gut weiterverwenden. So, ich hole euch ein Stückchen näher ran, damit wir uns die Qualität der Steine anschauen können. Gucken wir mal hier bei dem Rot und dem Braun. Wenn jetzt noch die Kamera mitspielt. Da. Sieht schon schön aus. Gut aus. Also sind runde Steinchen, wir haben Acrylsteinchen, aber bei runden ist es fast immer Acryl. Ich weiß halt nicht bei den teureren Firmen, ob die auch Acryl oder Harz in rund haben, aber ich glaube, bei rund macht das nicht so einen großen Unterschied wie bei eckigen Steinen. Gucken wir uns mal noch die zwei Farben hier an. Auch hier kann man schön erkennen, wie die Qualität ist. Ich sehe jetzt auf Anhieb keine Teller unter den Steinchen, also dass die Steinchen größer sind als sie sein sollten, weil es verlaufen ist oder so. Und ich sehe auch keine Bruchsteinchen gerade. Also sieht sehr, sehr schön aus. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ja, und damit sind wir angekommen am Ende des Videos. Wir haben uns angeschaut, das Unboxing von Diamond Painting und das Unboxing von der Kiste. Ich gebe euch die Kiste nochmal rein hier. Und das war das zweite Unboxing aus dieser Lieferung. Als nächstes seht ihr in einer Woche quasi, wie ich etwas painte. Ich weiß noch nicht, ob ich die Kiste painte oder eventuell nur die kleine Box aus dem letzten Video. Aber das wird als nächstes dann kommen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren. Schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare, wie ihr One Day Saving kennengelernt habt oder ob es dort etwas gibt, was ihr euch wünscht. Vielleicht auch etwas, was ihr euch wünschen würdet, was ich vielleicht mal unboxe. Und dann kann ich da mit denen auch reden. Also gerne alles in die Kommentare schreiben, was euch auf dem Herzen liegt, damit wir da vielleicht gemeinsam mal auf die Suche gehen können. Genau. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr mit mir die Zeit hier verbracht habt. Und vergesst nicht zu abonnieren, zu liken und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye, bye.